In den vorgeheizten Wok geben wir etwas Öl hinzu. In das heiße Fett geben wir zwei Möhren, die in Halbscheiben geschnitten sind, eine Zucchini, die geschält ist und in Würfel geschnitten ist. Nachdem das Ganze Farbe angenommen hat, kommt es wieder aus dem Wok raus. Jetzt braten wir 300 Gramm Rindfleisch scharf an. Geben nach 3 Minuten zu dem Hackfleisch eine Zwiebel in Würfel geschnitten, zwei Paprikas in Streifen und eine Handvoll Kirschtomaten hinzu. Würzen das Ganze mit Salz und Pfeffer, Kreuzkümmel und Cayennepfeffer, von allem einen Teelöffel. Zusätzlich mache ich noch Sambal Oleg rein. Das Ganze wird nochmal umgerührt und weitere 2 Minuten gebraten. Zu dem Ganzen kommt jetzt Sojasauce, unsere Zucchini und Möhren. Gießen das Ganze mit Wasser und geben 100 Gramm von den Woknudeln. Das Ganze wird jetzt 5 Minuten geköchelt bei langsamer Hitze. So sieht das Ganze nach 6 Minuten aus.